Kapitel 27. Die Essenz der Emotion. Der Glaube daran, das Richtige zu tun. Ein Wille, der Berge versetzen kann. Im Guten, doch auch im Schlechten. Wer glaubt, das Richtige zu tun, jedoch eigentlich im Unrecht ist, kann die schlimmsten Dinge anrichten. Denken wir zurück an Darkrai. In seiner letzten Schlacht machte er es eindeutig. Er hielt sich selber für den Helden der Geschichte und den Untergang des Weltenbaumes für eine gute Tat. Aus diesem Gewissen heraus begann er Kriege und nahm Unschuldigen das Leben. Der Wille und das Gewissen gehören zu den mächtigsten Kräften. Und heute war der Tag gekommen, um zu beweisen, dass man mit dieser Macht alles bewirken könnte. Wenn wir vielleicht tatsächlich dem dunklen Gott begegneten. Alle waren bereit und entschlossen, als wir die einst heiligen Hallen betraten, die nun von Finsternis erfüllt waren. Die Nacht war bei unserem Eintritt gerade hereingebrochen. Der Turm der Götter ragte hinauf bis in den Himmel. Doch für uns war diese Besteigung nur ein Katzensprung. Unser Training und unser Adrenalin kombiniert sorgten für genug Energie. Nur wenige Stunden später erreichten wir die Spitze. Der Nachthimmel war wolkenlos. Die Sterne strahlten auf die Turmspitze, als wollten sie unseren Kampf beäugen. Nick Schrosmer stand direkt vor uns, an einem seltsamen Altar, den Rücken zu uns gedreht. Über dem Altar schwebte Günthers Körper. Dunkle Kraft floss in ihn hinein. Nick Schrosmer sprach in unverständlichsten Worten. Was geht hier vor sich? Nick Schrosmer schien sehr erfreut über unsere Anwesenheit. Ihr seid wahrlich erschienen. Ihr seid das Letzte, was mir noch gefehlt hat. Das ist dein Pech. Hier endet deine Reise. Ich glaube, du verstehst mich nicht, kann das sein? Ich meinte das vollkommen, wie ich es sagte. Ich brauchte große Mengen an Entschlossenheit und Willenskraft an diesem Ort. Nur so kann ich den wahren Helden aller Welten wieder hinauf beschwören. Den wahren Helden? Wovon redest du? Was hast du geplant? Ich hatte bereits eine Vermutung, welche sich als richtig herausstellen sollte. Ihr Narren seid direkt in meine Falle gelaufen. Derjenige, den ihr als den dunklen Gott bezeichnet, wird endlich wiederkehren. Er gab mir die Macht über die dunkle Materie. Er war ihr Erschaffer. Er ist der wahre Held dieser Geschichte. Und endlich habe auch ich dies erkannt. Nur fehlte mir die Macht der stärksten Emotion. Und so entschied ich mich, euch zu locken. Alles, vom Anfang bis zum Ende, war Teil meines Genies. Dass ihr in diese Welt kommt, geplant. Dass die beiden... Er blickte zu Black und Dark. Meine Materie verraten? Geplant. Euer Sieg in der Höhle vorhin? Geplant. Und das alles nur, damit ihr an diesen Ort kommt und ich endlich den Kaiser wieder zu uns holen kann. Ein Schauer durchfuhr mich. Diese ganze Reise, jeder einzelne Schritt... Sollte Nick Schrosmers Plan gewesen sein? War er tatsächlich so durchtrieben gewesen? Hatte er jeden einzelnen Schritt vorausplanen können? Damit wir letztlich Grund für die Rückkehr des dunklen Gottes werden würden? Die dunkle Materie verließ Günthers Körper, während eine andere, finstere Macht zu ihm zu strömen schien. Nick Schrosmer drehte sich zu uns. Materie! Dieses Mal werden wir keine Gnade vortäuschen. Hier endet es. Gib mir die Macht zurück, welche ich in dich investierte. Die dunkle Materie fuhr nun in Nick Schrosmers Körper, der sich verwandelte. In eine bekannte Gestalt. In den finsteren Ultra-Nick Schrosmer. Der erste Feind, den der dunkle Rächer je bekämpfte. Und auch Günthers Aussehen veränderte sich. Doch es war anders als erwartet. Die Ausstrahlung dieses Wesens war uns allen eindeutig bekannt. Scheinux war der Erste, der das Gefühl erkannte. Ein nun grüner Günther schwebte vor uns. Eine sehr ungewöhnliche Färbung für unser Gegenüber. Determination! Was machst du hier?
Die Essenz selber wirkte verwirrt. Doch irgendwo auch sehr anders als sonst. Irgendwie freundlicher. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Freunde, seid ihr das wirklich? Doch bevor jemand antworten konnte, griff Rayquaza die Essenz mit einem Drachenpuls an. Der Angriff verfehlte, doch Günther nahm wieder die typisch rote Färbung an. Ich bin wieder an der Macht und ich werde zerstören. Irgendwie rutschte es mir nur so heraus, aber letztlich war diese Frage doch tatsächlich, was ich dachte. Was soll das, Rayquaza? Die Determination ist unser Freund. Der Gott der Atmosphäre wirkte vollkommen unüberzeugt. Nein, ich habe all die Prophezeiungen gehört. Es ergibt alles Sinn. Diese Bestie muss der dunkle Gott sein. Und ich werde nicht weichen, bevor sie für immer verbannt wurde. Auch Sumpex warf einen fragenden Blick auf die Essenz, welche gerade seltsamerweise zwischen Grün und Rot zu wechseln schien. Auf einmal hatte er einen Geistesblitz. Das ist es. Determination. Du bist nicht die Essenz des Hasses, habe ich recht? Nicht? Die Essenz selber schien keine Antwort in ihrem Kampf mit sich selber geben zu können. Ich verstehe Determination. Determination ist der Name der Essenz der Emotion. Doch wir alle wissen, dass die Macht negativer Emotionen immer so viel stärker ist als die positiver. So wurde die Determination in ihrer hasserfüllten Form geboren. Und all der Hass, der ihr entgegengebracht wurde, sorgte dafür, dass sie sich nicht änderte. Die grüne Färbung entsteht dadurch, dass sie unser Vertrauen spürt. Endlich hatte der ehemalige Zerstörer der Wurzelwelt eine Farbe angenommen. Die grüne wieder. Es stimmt. Ich bin die Essenz der Emotion. Ich bin die Essenz des Hasses, der Trauer, der Freude, der Hoffnung und der Liebe. Lügen! Rayquaza war erzürnt von diesen neuen Feststellungen. Dieses Wesen hat nichts im Sinn außer Vernichtung. Verbündet ihr euch wirklich mit diesem Wesen? Wir alle hatten unsere Erfahrung mit der Determination gemacht. Und wir alle wussten, was wir dachten. Die Determination ist der einzige Grund, aus dem Darkrai fallen konnte. Sie hat viel Schlimmes getan, aber irgendwie wäre ohne sie doch alles anders gekommen. Ich wäre mir nie so selbstbewusst geworden. Vielleicht hätte ich jetzt keine Familie. Obwohl sie mir Günther gekostet hat, hat die Essenz viel Gutes getan. Sie hat mir einmal das Leben gerettet. Sie war der Grund, weshalb ich Günther damals erkannte, als er ein Feuerriegel war. Und wenn ich eins gelernt habe aus dieser Reise, dann ist es immer, dass auch Taten jemanden nicht immer wirklich zeigen. Die Determination ist Günther. Günther ist die Determination. Ich stehe auf ihrer Seite. Trotz all unseres Zuspruches wollte Rayquaza jedoch nicht nachlassen. Ja, ihr seid gute Pokémon. Aber ihr stellt euch auf die falsche Seite. Und ich werde die Determination vernichten. Und jeden, der sich in den Weg stellt. Olaf war derjenige, der seinem frühesten Begleiter sagte, was wir alle dachten. Dann sei es so. Aber du wirst erst an uns vorbeikommen müssen. Der Rest von Olafs ursprünglichem Team stand immer noch auf der Seite ihres Anführers. Seit dem Ende des Krieges haben wir auf diesen Zeitpunkt hingearbeitet. Es ist zu spät, um nun umzukehren. Der Kampf begann. Ich kümmere mich um Necrozma. Die Determination bot ihre Hilfe gegen den Lord der dunklen Materie an. Sumpex, Giratina, Iveltal, Dark Black, Lord Ecke und Shinnok's Familie stellten sich mit ihr gegen diesen Feind, während Latios, Spark, Eevee, Sejong, Olaf, Groudon und ich Olafs ehemaligen Team gegenübertraten. Das wahre Finale, doch mit vollkommen unerwarteter Verteilung. All die Zeit hatte ich darauf bestanden, so viele Pokémon wie möglich mit an diesen Ort zu nehmen. Und nun, wo wir letztlich hier waren, standen wir ihnen nun plötzlich selbst gegenüber. Schnell teilten wir uns auch unterhalb in diesem Teamkampf auf. Spark kämpfte gegen Lapras, Sejong stellte sich Gewaldro, Latios trat gegen Amphira an, ich stand gegen Knackrack, Olaf kämpfte mit seinem ehemaligen besten Freund und Eevee und Groudon stellten sich gemeinsam den Anführer der Gruppe. Bereits zu Beginn des Kampfes hatte er gezeigt, dass er alles nutzen würde, was er für nötig hielt. Dies war klar, als er sich sofort mega entwickelte. Doch ich blieb optimistisch.
Rodon und Ivy waren zwar nicht gerade gewohnt, Seite an Seite zu kämpfen, doch beide waren mächtig und gerade zusammen dem Drachenkönig mehr als nur ebenbürtig. Zu sehr konnte ich jedoch nicht auf die anderen achten, da Knackrack sich durchaus als starker Kämpfer herausstellte. Trotz der Faulheit, von der Sumpex erzählt hatte. Aber offenbar konnte er diese Faulheit durchaus überkommen, wenn er das nur wollte. Aber, dass er nicht umsonst hier war, war mir bereits klar gewesen. Und im Vorteil war ich trotzdem, da ich vielen seiner Attacken durch Fliegen ausweichen konnte. Während ich gegen seinen Schaufler Erdbeben nutzen konnte. So zeichnete sich relativ schnell eine positive Tendenz für mich ab. Und meine Aufmerksamkeit für die anderen Kämpfe stieg wieder etwas. Allgemein schien unser Team so ziemlich jedes 1 gegen 1 unter Kontrolle zu haben. Seong war eine ganze Ecke stärker geworden, seit wir ihn zum letzten Mal gesehen hatten. Und schien Gewaldruhr ziemlich aus dem Konzept zu bringen. Latios hatte so einen riesigen Typenvorteil, dass Amphira schon nach wenigen Minuten fliehen musste. Und er sich dem Kampf gegen Necrozma anschloss. Spark schien etwas größere Probleme aufgrund von Lapras Eis zu haben, war jedoch trotzdem noch im Vorteil. Doch nach Latios wirkte überraschenderweise Olafs Performance am dominantesten. Er ließ seinem Mentor keine Chance und bewies erneut, was auch vor vielen, vielen Jahren Thunder bewiesen hatte. Ein Schüler kann definitiv seinen Lehrer übertreffen. Der einzige Kampf, der keine deutliche Neigung zeigte, war Rayquazas Schlacht gegen Ivy und Groudon. Gerade Ivy übertrieb es schon beinahe, so extrem waren ihre Techniken. Doch Rayquaza schien sehr ausdauernd und hielt immer weiter und weiter durch. Ähnlich sah es im anderen Kampf aus. Der finstere Ultra Necrozma hatte seine Taktik aus dem damaligen Kampf gegen den dunklen Rechner völlig abgelegt. Seine gesamte Strategie wirkte deutlich weniger defensiv. Doch es war für ihn auch nicht mehr so dringend nötig. Seine Ausdauer war extrem gestiegen und er steckte Treffer ähnlich gut weg wie Rayquaza. Doch offensichtlich gelang es ihm glücklicherweise offensiv nicht, einen wirklichen Vorteil zu erlangen. Als Knackrack endlich aufgab, entschied ich mich, Ivy und Groudon zu unterstützen und dem Kampf gegen Rayquaza beizutreten. Somit war die Aufteilung sehr schnell klar. Es gab im Prinzip noch drei Parteien. Rayquaza, der ohne sein Team nun alleine dastand, Necrozma, der sowieso ein Einzelgänger war, und unser Team. Unsere Überzahl war wieder eindeutig und dementsprechend sah der Kampf beinahe nicht mehr aus, als könnten wir ihn irgendwie verlieren. Doch bald wandte sich das Blatt. Doch nicht zwingend zu unseren Ungunsten? Zumindest wenn man die mentale und die moralische Sicht missachtete. Rayquaza schien frustriert und wütend zu werden. Er versuchte alles, um unser Vierergespann, welches entstand, als Spark mit Lapras fertig war, irgendwie zu besiegen. Aber alles war vergeblich. Er stieg wieder hinauf in den Himmel. Ihr kämpft so bittert für euren falschen Glauben. Wieso verteidigt ihr das Wesen, welches der dunkle Gott sein muss? Der Zerstörer des Weltenbaumes. Wollt ihr alle Existenz in den... Er verstummte. Eine riesige Wunde klaffte nun in Rayquazas Bauch. Der finstere Ultra Necrozma hatte sich für einen Hieb von unseren Freunden abgewandt und Mega Rayquaza tödlich verwundet. Wir konnten nur zusehen, wie der gerade noch thronende König hilf- und leblos in die Tiefe, ins Meer zum Fuße des Turmes stürzte. Dieses ständige Gerede stört, gerade wenn er nicht einmal eine Ahnung hat, wovon er redet. Auch wenn Rayquazas Tod unnötig und trotz seiner Feindseligkeit definitiv ein Verlust war, hatte Necrozma sich irgendwie doch auch selber mit diesem Angriff geschadet. Er hatte den Fokus unseres gesamten Teams nun auf sich gerückt. Doch gerade als es schien, als würde der letzte große Kampf beginnen, tat sich etwas bei der Determination. Ihre Farbe schwankte erneut, doch ihre Stimme blieb stabil. Der Kampf, Günther und der dunkle Gott. Der Kampf im Inneren der Seele endet. Der Sieger übernimmt wieder die Kontrolle. Ein Kampf im Inneren der Seele. Dies erklärte alles. Die Determination war nicht der dunkle Gott. Doch während Günther und der wahre dunkle Gott sich im Inneren der Seele bekämpften, nahm sie die Rolle als Host ein und kämpfte so auf unserer Seite. Doch die nächste Änderung in Günthers Farbe zeigte uns schnell, in welchem Problem wir nun steckten. Die lila Farbe, die Günther annahm,
gehörte definitiv nicht ihm selber. Der dunkle Gott war erwacht. Ein Wesen bekannt aus Legenden, mächtiger als alle anderen. Der dunkle Gott, das einzige Wesen mit der Macht, einen Weltengeist zu bezwingen. Und dieser Übermächtige stand uns nun gegenüber, im Körper unseres alten Freundes. Endlich kann ich wiederkehren. Sein Blick wandte sich zu uns und selbst die pechschwarzen Augen des Feindes glühten vor finsterer Macht.